Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel. Um genau zu sein, wir befinden uns in Grünschatten. Ich habe da eine interessante Geschichte gehört. Nicht schon wieder eine eurer Geschichten. Die Waldelfen tief im Wald erzählen, dass ein Wesen namens Wildkönig existiert, das Walenwald formt. Für mich klingt das nach jeder Menge Aberglauben. Ja, und da man uns nicht ausreden lassen möchte, werden wir direkt mal mit Hauptmann Sarandil sprechen. Ich entschuldige mich übrigens im Vorfeld schon mal dafür, dass ich vielleicht etwas schwer zu verstehen bin, weil ich aktuell noch die Auswirkungen einer doch ziemlich heftigen Grippe versuche zu bändigen. Aber wie es so schön heißt, the show must go on. Das heißt, ich kann nicht ewig Pause machen. Deswegen, wir sprechen mal mit dem Hauptmann. Grüße, auserwählte Agentin von Königin Eiren. Wir haben euch erwartet. Was benötigt ihr? Königin Eiren schickte eine Botschaft, die eure Ankunft ankündigte, und Befehle. Ihr seid hier, um den Stab des Magnus zu sichern. Wo ist er? Er ruht wohlbehalten in unserem alten Gewölbe unter der Stadt. Wir lassen ihn Tag und Nacht bewachen. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch ins Gewölbe führen. Na gut, dann los. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Natürlich. Sprecht mit mir, Hauptmann. Wie ihr sehen könnt, haben unsere Künstler ein klein wenig Zivilisation inmitten dieser barbarischen Wildnis geschaffen. Marbruck wird bald ein Kleinod des Dominions sein, in diesem rückständigen Gebiet. Wie erwartet sind wir auf vereinzelte Proteste gestoßen. Unsinn wie, dass die Bäume beschützt werden müssen. Was definitiv richtig ist. Die ansässigen Bosmer sind schlecht organisiert und flatterhaft. Solche Ausbrüche versanden meistens von selbst. Hier drüben, Initianden. Nein, ich kann nicht. Das gehört zu einer anderen Questreihe. Ah, die Magiergilde. Ups. Das war etwas still. Das ist die Magiergilde. Der Anstrich ist noch frisch. Ein Schmuckstück für die Stadt. Es gibt natürlich noch viel zu tun, aber man tut, was man muss am Rande des Dominions. Aber sicher doch. Redet weiter. Ich muss so lange ein Buch lesen. Die Gruft befindet sich unten. Folgt mir. Okay. Das werden wir machen. In der Gruft wachsen viele seltene Pflanzen, die auf den Sommersendinseln nicht mehr zu finden sind. Werft ruhig einen genaueren Blick darauf. Ich bin gewiss kein Gelehrter der Botanik, aber ich weiß ein wenig über unsere Exemplare. Wir haben diese hier ausgerechnet in einer Höhle in Walenwald gefunden. Alchemisten zahlen gut für diese Pflanze. Sie wird das Schmuckstück der königlichen Gärten sein. Hulansträhne, okay. Davon habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Falls sie denn wirklich existiert. Wir versuchen schon länger, diese ungewöhnliche Variante der Rotwurz in Sommersend anzupflanzen. Purpurne Nirnwurz. Wir hielten sie für ein Hirngespinst der Nord. Es ist nicht überraschend, dass Walenwalds Erde sehr fruchtbar ist. Diese Arten sind für die königlichen Gärten bestimmt. Gehen wir weiter. In diesem Raum befinden sich aus ganz Walenwald zusammengetragene aileidische Relikte. Interessant, nicht wahr? Wir haben alle ruhenden Fallen entfernt, von denen wir wussten. Also seht sie euch ruhig näher an. Ich werde euch alle eure Fragen über sie beantworten. Die Baumgeschenke. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Okay. Dieser Helm stammt eigentlich aus unserer eigenen Sammlung.
Aber einer unserer alliierten Bosma hat ihn gestohlen und dann zurückgegeben im Austausch gegen ein Lied. Im Austausch gegen ein Lied, okay. Dazu sagen wir mal nichts. Was ist das denn? Die Gelehrten glauben, dass das Relikt zerbrochen ist, als es vom Himmel fiel. Sie glauben, dass es vielleicht noch weitere davon in Hektahem, dem legendären Zentrum Walenwalds, gibt. Ja, sehr interessant. Die linke Hälfte habe ich auch bei mir im Haus stehen. Unsere Ahnen haben die Spuren ihrer Zivilisation in ganz Tamriel hinterlassen. Wenn wir Königin Eiren folgen, wird unser Reich eines Tages ihrem Konkurrenz machen. Ja, gehen wir weiter. Wenn ich denn dürfte. Seht nur, der Stab des Magnus. Moment. Das ist wieder alles gestohlen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen die Bücherregale lesen. Der Stab des Magnus. Wie? Was ist passiert? Wo ist er? Er hat sich aufgelöst. Bei den leuchtenden Bäumen der Altmeri. Wir wurden ausgeraubt. Aber wie? Dieser Stab war eine Illusion. Wo ist der echte Stab? Das weiß ich nicht. Wir bewachen das Gewölbe Tag und Nacht. Ich habe den Stab selbst dort hineingebracht. Hat jemand anderes das Gewölbe betreten? Nein, das Gewölbe ist für alle tabu. Aber Augenblick. Vizevogt Pelidil hat vor kurzem das Gewölbe besichtigt. Warum war er hier? Im Auftrag der Königin. Zumindest hat er das so gesagt. Der Stab war vor seinem Besuch noch an Ort und Stelle. Aber ich habe nicht mehr nachgeschaut, seit der Vizevogt wieder aufgebrochen ist. Meint ihr etwa, der Vizevogt hat den Stab des Magnus gestohlen? Das ist undenkbar. Aber welche andere Schlussfolgerung könnten wir ziehen? Solche Illusionsmagie gehört nicht zum Repertoire eines gewöhnlichen Diebs. An die Oberfläche. Ich muss die Wache befragen. Ich treffe euch dort. So, und in der Zeit klaue ich jetzt den echten Stab. Nein, Quatsch. Okay, wir gehen jetzt mal... Ich weiß gar nicht mehr genau, wohin. Ist alles schon wieder so lange her. Aber auf jeden Fall erstmal nach oben. So, kehrt in die große Halle zurück. Da steht er auch. Wenn er mich jetzt nicht direkt anquatscht, was er nicht tut, so wie es aussieht, dann kann ich mal eben kurz einen kleinen Abstecher machen und mir die Scherbe hier oben holen. Die ist so ein bisschen verwinkelt. Also ich musste beim allerersten Mal, wo ich hier war, auch erstmal gucken, wo die ist. Deswegen, ja, mache ich das jetzt eben mit euch zusammen. Und hier links ist sie. So, jetzt nehmen wir mal eben kurz die Abkürzung. Ja, bleib an jeder Kante hängen. Wir sind es schon gewohnt. Nein, mit dir will ich immer noch nicht reden. Geh weg. So, da sind wir wieder. Bereit zu Schandtaten und was auch immer. Außer euch und dem Vizevogt hat niemand das Gewölbe betreten. Das habe ich bestätigt. Wo ist Vizevogt Pelin... Oh, ich kann heute nicht sprechen. Pelidil jetzt? Er ist in die Wildnis aufgebrochen. Er behauptete, er habe Befehle der Königin, den Körper des verstorbenen Prinz Naemon mitzunehmen. Er kehrte nicht zurück. Er war dem Prinzen schon immer auf närrische Weise untergeben. Ich bete dafür, dass auch dem Körper des Prinzen nichts zugestoßen ist. Was vermutet ihr? Der Stab des Magnus ist ein extrem mächtiges Objekt. Es lässt sich nicht sagen, welche Verruchtheit er damit hervorbringen könnte, wenn er es sich wünscht. So wahr ich hier stehe. Wenn wir Zweifel an seiner Loyalität gehabt hätten, wäre er nie in das Gewölbe hineingelangt. Jemand muss die Königin informieren. Ich kümmere mich darum. So. Auserwählte von Marbruk. Hi. Eure Königin ist eingetroffen. Das ist schön. Werde Zeuge der Herrlichkeit von Königin Eiren, der Hoffnung des Dominions. Oh Gott, ich gehe dann schon mal. Wenn da jetzt wieder so ein Riesen-Trara kommt. Hi, Eiren. Ehre und Lob, meine Freundin. Habt ihr den Stab des Magnus? Der Stab ist fort. Vizevogt Pelidil hat ihn gestohlen. Pelidil? Dann ist es wahr. Er hat uns verraten. Der Körper meines Bruders kam auch nicht in Marbruk an.
Ich wusste, er stand Nämon sehr nahe, aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich darauf herablassen könnte. Ich werde wieder einmal eure Hilfe brauchen. Kein Problem. Diese Waldelfen und ihre Waldgeister. Stumpfe Krallen. Die sind schon komisch. Es ist schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Hi, Ras. Grünschatten ist ein viel aufregenderer Ort, als Ras erwartet hätte. Er hat gehört, dass der Stab des Magnus gestohlen wurde. Als ob diese rebellierenden Bosmer nicht schon Ärger genug wären. Rebellieren die Waldelfen hier gegen das Dominion? Noch nicht. Aber es könnte so kommen. Die Elfen in diesem Teil Valenwalds folgen nicht König Camoran. Sie behaupten, sie wären die Untertanen des Wildkönigs, eines Waldgeistes, den niemand je gesehen hat. Sie verhöhnen das Dominion und haben Königin Eiren zu ihrer Feindin erklärt. Warum stellen sie sich König Eiren entgegen? Wir wissen es nicht. Der Schlachtenvogt hat einen Soldaten namens Hazazi losgeschickt, um mit dem Dornbruch-Clan zu verhandeln. Aber er hat keinerlei Fortschritte gemacht. Jetzt muss Ras dem Stab des Magnus nachjagen, also wird er euch fragen. Werdet ihr nach Hazazi suchen und euch darum kümmern? Ja, ich werde mich darum kümmern. Dornbruch ist gleich südlich von Marbruck. Hazazi ist dort. Er beschwert sich gern, aber er ist ein guter Soldat. Er braucht nur jemanden mit einem durchdachteren Verhandlungsstil. Und bis ihr zurück seid, wird Ras mehr über den Stab wissen. Wie unterscheidet sich der Dornbruch-Clan von den anderen Waldelfen? Dieser versteht nicht die Clanpolitik der Bosmer. Aber so wie Ras gehört hat, waren die Clans dieses Teils von Valenwald schon immer wild. Manche haben sich sogar während der Schwarzsafte-Rebellion gegen König Camoran gestellt. Warum wurde dann nicht schon vorher etwas ihretwegen unternommen? Grünschatten ist das Herz von Valenwald. Es ist sehr gefährlich und sehr geheimnisvoll. Und diese Bosmer kennen sich dort aus wie kein zweiter. Ras ließe sich davon nicht schrecken, aber selbst Camorans Dämmerranken-Waldläufer reisen nicht durch diesen Teil des Waldes. Warum wurdet ihr überhaupt nach Grünschatten geschickt? Wie immer, Ras dient der Königin. Sie wollte wissen, ob die Bosmer hier so furchteinflößend sind, wie es sich anhört. Aber da der Stab des Magnus gestohlen wurde, muss Ras Prioritäten setzen. Dieser weiß, dass ihr mit Dornbruch genauso umgehen könnt, wie er es könnte. Was glaubt ihr, wer den Stab des Magnus gestohlen hat? Die offensichtliche Antwort ist wahrscheinlich die richtige. Pelidil, diese Kröte hat Nämon alle Wünsche erfüllt. Warum sollte sich das ändern, nur weil der Prinz tot ist? Ras wusste, das Schleiererbe wäre eine Plage, die man nicht so einfach auslöschen könnte. Ich finde das irgendwie niedlich. Was müsst ihr denn noch untersuchen? Na? Wenn Pelidil den Stab genommen hat, dann müssen wir ihn finden. Und herausfinden, was er damit vorhat. Der Stab ist mächtig und gefährlich. Das ganze Dominion steht auf dem Spiel, wenn wir ihn nicht finden können. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Hazazi finden. Mein Herz ist schwer. Da dürfen wir... Ja, armes Kind. Den müssen wir in der Richtung suchen. Also es tut mir wirklich leid, heute wird es wahrscheinlich so ein bisschen Pleitenpech und Pannen sein mit Vorlesen und weiß ich nicht was, aber ich wollte jetzt nicht noch länger warten mit Aufnehmen. Aber ihr hört sicher auch, dass bei mir irgendwie gerade alles im Hals und in der Nase festhängt. Das hört sich jetzt seltsam an, aber es ist nun mal leider so. Dunkle Monde, diese verrückten Bosmer ergeben keinen Sinn. Hazazi kommt, um für Königin Eiren zu verhandeln, um ihre Nöte zu hören. Und alles, was sie tun, ist tanzen und scherzen. Hazazi ist erst seit kurzer Zeit hier und schon hasst er dieses Dorf. Rasumdar hat mich geschickt, um bei den Verhandlungen zu helfen. Welche Verhandlungen? Diese stinkenden Elfen wollen nicht reden. Sie sagen, sie würden nur auf den Wildkönig hören. Wer ist das? Wer weiß? Sie ziehen Hazazi lieber am Schwanz, als ihm eine ehrliche Antwort zu geben. Das ist nicht fair.
Asasi kriegt immer die schlechtesten Aufträge. Vielleicht sollte ich einfach selbst mit ihnen sprechen. Asasi gefällt diese Idee. Wenn ihr es nur schafft, dass die von Dornbruch es verstehen, so wird dieser beeindruckt sein. Asasi denkt, es ist wie eine wilde Guar-Jagd. Aber wenn ihr es versuchen wollt, dann sprecht mit dem Baumtane. Möget ihr mehr Glück haben als Asasi. Okay. Der sollte sich relativ in der Nähe hier befinden. Obendrauf. Okay, dann müssen wir uns nur noch 20.000 Mal hier über diese Dinger begeben und dann sind wir auch gleich schon da. Da müssen wir übrigens des Öfteren, glaube ich, mal hin. Ich denke nicht, dass ich respektlos war. Doch, du hast mich angerempelt. Manchmal kann man Leute einfach unmöglich verstehen. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn sie die fremde Sprache sprechen. Ich hier bald fertig bin. Das ist schön. Achso, ich muss mit dir sprechen. Entschuldigung. Ein weiterer Gast? Wir sehen hier üblicherweise nicht so viele Reisende in diesem Teil Walenwalds. Wisst ihr denn nicht, dass es hinter den glänzenden Mauern von Marbruck sicherer ist? Selbst König Camoran zögert, an den Hof des Wildkönigs zu kommen. Ich bin hier, um im Namen des Dominion zu verhandeln. Verhandeln? Worüber? Ich weiß. Ihr wollt, dass wir uns eurer Königin beugen und diesem Altmeri-Dominion die Treue schwören. Das Problem ist, dass wir nur dem Wildkönig gehorchen. Und ich glaube nicht, dass er sich sehr um euer Dominion sorgt. Kann ich mit dem Wildkönig sprechen? Natürlich. Ich ziehe ihn nur eben schnell aus meiner Tasche. Euresgleichen versteht das einfach nicht. Der Wildkönig wacht über den ganzen Wald. Er hat keine Zeit, Gäste zu unterhalten. Warum, glaubt ihr, zweifeln so viele an seiner Existenz? Habt ihr je mit dem Wildkönig gesprochen? Nicht persönlich, aber ich zweifle nicht an der Existenz des Wildkönigs. Er spricht zu mir durch die rauschenden Bäche und den Wind in den Bäumen. Andere Bosmer bitten ihn um eine Audienz, doch ich brauche das nicht zu tun. Er sagt mir bereits alles, was ich wissen muss. Kann ich um eine Audienz bitten? Ich könnte es euch verraten, aber wie weiß ich, dass man euch vertrauen kann? Ihr bittet uns, eure Feinde mit euch zu teilen, aber werdet ihr auch unsere Feinde zu euren machen? Die Waldorks sind eine Plage, derer wir uns nicht entledigen können. Wenn ihr uns helft, sie zu vertreiben, dann erzähle ich euch, was ihr wissen wollt. Wie vertreibe ich sie? Schlurfer, holt Samen vom schimmernden Baum im Dorf und pflanzt sie im Orklager ein. Schon nach wenigen Minuten werden sie unsere Vergeltung hervorbringen. Der Ork-Häuptling wird aber nicht so leicht aufgeben. Tötet nur ihn. Überlasst den Rest den Schlurfern. In Ordnung. Ich denke, ich werde damit fertig. Kommt erst zurück, wenn ihr die Orks vertrieben habt. Ich muss mich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Was hat es denn nun mit diesen Samen genau auf sich? Die Koloppi-Samen? Nun, wenn ihr sie in etwas Torf pflanzt, dann sprießen sie zu einer Blume, aus der wiederum Wächter wachsen. Falls ihr noch mehr wollt, dann müsst ihr den Wildkönig darum bitten. Aber natürlich nur, wenn ihr eine Audienz erhaltet. Was genau sind diese Schlürfer? Sie sind Geschenke des Wildkönigs, Verkörperung der ungezügelten Energie des Waldes. Sie beschützen das Dorf. Sie sind nicht allzu schlau. Wir können sie zwar nicht gegen die Orks lenken, aber wenn sie unmittelbar in deren Lager wachsen, werden sie wissen, was zu tun ist. Ja, das hört sich doch alles schon mal ganz positiv an. Ich bin auch dementsprechend positiv eingestellt. Ich muss mal eben schauen, da müssen wir hin. Oh, ich habe was Schönes gesehen, eine Akelei. Hast du gedacht, wenn ich schon da dran sitze, dass du das doch nehmen kannst? Manche sind wirklich so dreist, die kommen noch von hinten reingeprescht. Wobei, leider funktioniert das ja auch hin und wieder. Könnt ihr dieser Baumtanne glauben? Weiß ich nicht. Sagt's mir. War die Baumtanne auch so unfreundlich zu euch wie zu mir? Ich habe sie nur gefragt, wie man eine Audienz beim Wildkönig bekommen kann. Aber so wie sie reagiert hat, dachte man, ich würde versuchen, ihre Kinder zu töten. Hat sie euch anders behandelt? Sie hat mich gebeten, dabei zu helfen, die Waldorks zu vertreiben. Hat sie das? Das ist seltsam, weil Andu und ich ihr nämlich auch angeboten hatten, die Orks zu vertreiben. Aber uns hat sie die kalte Schulter gezeigt.
Ich weiß es nicht. Ich vermute langsam, dass das alles nur eine ausgeklügelte List der Bosmer ist. Und das ganze Dorf schon hinter unserem Rücken über uns lacht. Ihr glaubt nicht, dass der Wildkönig existiert? Das habe ich nicht gesagt. Es gibt ohne jeden Zweifel eine besondere magische Macht in diesem Teil von Walenwald. Aber ich begreife nicht, nach welchen Überlegungen die Baumtane entscheidet, wer eine Audienz beim Wildkönig erhält und wer nicht. Warum möchtet ihr eine Audienz beim Wildkönig? Oh, ich bin Aranias. Vielleicht habt ihr mein Buch gelesen. Zweiglinge im Grün. Geschichte und Mythos in der primitiven Bosmer-Gesellschaft? Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls sind Andur und ich aus wissenschaftlichem Interesse hierher gekommen. Wir wollen überprüfen, ob dieser Wildkönig wirklich so mächtig ist, wie es heißt. Was werdet ihr denn jetzt tun? Wir werden einfach auf eigene Faust tiefer in den Wald vordringen müssen. Gut möglich, dass wir uns verlaufen und einen langsamen, qualvollen Tod sterben. Aber das ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Aber wenn ihr euch um die Waldorks kümmern wollt, dann kenne ich da vielleicht etwas, was euch die Sache erleichtern kann. Was schlagt ihr vor? Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit der Essenz des Kolopi-Baums einreiben, um euch in einen Schleier aus Waldmotten zu hüllen. Die Waldorks können euch dann nicht einmal sehen. Hab Dank. Oh, noch eine Sache. Andur hat das Orklager ziemlich genau ausgespäht. Er hat vielleicht ein paar nützliche Beobachtungen, wenn ihr ihn fragt. Viel Glück mit den Waldorks und dieser schwierigen Baumtane. Vielleicht sehen wir uns wieder, wenn wir den Wildkönig finden. Was wisst ihr über den Wildkönig? Es scheint da wesentlich mehr Gerüchte als Fakten zu geben. Manche sagen, er wäre nur ein Mann. Andere meinen, er wäre ein Geist. Eine Verkörperung des Waldes. Was mich aber am meisten fasziniert, ist das Gerücht, dass er in der Tat den ganzen Wald formt. Das ist einfach unglaublich. Woher kommt ihr ursprünglich? Ich? Ich bin auf Silatar geboren und aufgewachsen, einem kleinen Eiland der Sommersendinseln. Es ist ein ziemlich abgelegener Ort. Meine Kindheit dort weckte auch mein Interesse am Studium der Naturmagie, aber nun, dort war es sehr einsam. Ist Andur wirklich auch ein Gelehrter? Ach, natürlich nicht. Er agiert hier größtenteils als mein Beschützer. Man hat uns gewarnt, dieser Ort wäre gefährlich. Und wenn der Wildkönig wirklich so unberechenbar ist, wie die Leute sagen, nun ja, es schadet nie, gut gewappnet zu sein. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, das Verhaltensmuster der Waldorks zu studieren und nach Schwächen zu suchen. Allgemein betrachtet ist ihre Zahl ihre Stärke. Solange ihr euch nicht auf das ganze Lager stürzt, solltet ihr keine Probleme haben. Der Häuptling ist derjenige, auf den ihr achten müsst. Was macht den Häuptling so hart? Seinen Narben nach zu urteilen, hat er eine Menge Schlachten gesehen und kann einiges einstecken. Erwartet nicht, dass er leicht zu Boden geht. Außerdem gibt es einen Schamanen, der niemals weit von seiner Seite weicht. Ich würde mich darauf konzentrieren, zuerst den Schamanen zu töten. Viel Glück. Okay. Dann reiben wir uns mal ein. Oder auch nicht. Wir haben jetzt nur die Samen bekommen. Die Frage ist, haben wir jetzt irgendwas bekommen? Ah, da ist es doch. So. Wir haben es im Inventar. Ich schalte jetzt aber mal die Namen wieder ein, damit wir überhaupt sehen können, müssen wir da durch? Nee, oder? Jetzt muss ich selber erstmal schauen. Doch, wir müssen da durch. Ah, okay. Okay, okay. So, alles ist jetzt so gesehen gelb, bis auf diese Fackelträger. Die dürfen uns nicht sehen. Da müssen wir ein bisschen mit aufpassen, weil sonst nämlich unsere ganze Verkleidung dahin ist. So, da ist noch ein Fackelträger. Ich hoffe, das ist der einzige hier. Guten Tag. Ja, wie Sie sehen Sie nichts. Doch, jetzt wird er angegriffen. Oh, was war das gerade? Wieso habe ich hier ein halb geöffnetes Auge? Das finde ich nicht gut.
Wir müssen da rüber. Oh, da ist der Fackelträger. Da kommt der nächste Fackelträger. Wollt ihr mich veräppeln? Weg da! Haut ab! Oh, der eine geht schon wieder. Der andere geht aber in die andere Richtung. Aber wir kommen hier hin, das ist schon mal gut. So, es tut mir leid, aber den Tintling muss ich leider mitnehmen. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Boah, da ist schon wieder ein Fackelträger. Wollt ihr nicht veräppeln? Wollt ihr mich veräppeln? Stelle ich mich ganz schnell hinter dem in der Hoffnung, dass er sich nicht umdreht. Oh, ich war's nicht. So. Das nächste ist bei dem anderen Fackelträger. Ich bin nicht da. Hey, was macht schon eine kleine Erpressung unter Freunden? Geh wieder. Los, zack. So. Gehen wir hier schnell weg. So, da ist der nächste Fackelträger. Warum haben wir hier immer noch ein halbgeschlossenes Auge? Finde ich nicht gut. Wir müssen... Oh, weil da auch wieder einer ist. Okay. Der geht aber da oben in die Richtung, wo ich hin muss. Na toll. So, Moment, der ist da. Da kommt wieder der nächste. Ihr könnt mich doch alle mal. Da gibt es auch noch was zu lesen. Ach, wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Hallo, Leute. So, da müssen wir noch eins machen. Und einmal was zu lesen. Da kommt schon wieder einer. Da unten steht auch schon wieder einer. Och, Leute. Ernsthaft. In welche Richtung müssen wir denn jetzt eigentlich? Da unten steht einer mehr oder weniger im Weg, wenn ich das richtig sehe. Der geht aber wieder. Der große Bär ist hier auch irgendwie noch mit am Kämpfen. Keine Ahnung, was der jetzt eigentlich hier will. Aber okay, Moment, da steht noch ein Fackeltyp, der natürlich nach hier kommt. Willst du mich verarschen? Geh weg, los. Ich meine, klar, man kann natürlich auch hier reinrennen und sich einfach mit allen Anlegen alles niedermetzeln. Was ich auch schon mal ganz gerne mache. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man das Kostüm vorher anhatte, ist das Kostüm dann kaputt. Also das sollte man tunlichst unterlassen, wenn man das Kostüm retten möchte. So. Das ist kein Schmortopf. Das ist meine Wäsche. So, wir machen das jetzt anders. Und zwar ziehen wir das eben aus. So. Man kann hier natürlich auch weiterhin mit dem Kostüm reinlaufen, aber ich möchte jetzt gerne den Häuptling killen. Der dürfte hierbei stehen. Waldelfen haben also eine Freundin, die sich nicht scheut zu kämpfen. Gut, gebt euer Bestes. So, das haben wir schon mal erledigt. Na komm. Nein, er hat's gesehen, obwohl er am Kämpfen war. Was für eine Sauerei.
Für den Ruhm! Ach ja, ihr Schweine, jetzt unterbrecht mich hier doch nicht. Was war das denn? Hallo? Geht's so? So. Ach, ernsthaft. Kümmer dich doch einfach um den komischen Bastian da hinten. Kann ich jetzt hier endlich mal nehmen oder gucken, was da drin ist? Ja, nehmen wir einfach mal beides mit. So. So, können wir jetzt endlich... Moment, können wir noch nicht. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch eben schnell mit. Was mich mal interessieren würde, wenn man gestohlene Dietriche hat, welche Dietriche der dann nimmt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass der tatsächlich nur die nicht gestohlenen Dietriche nimmt. So. Gehen wir hier wieder raus. Irgendwo ist hier auch ein... Ach, Hallöchen. Warum seid ihr jetzt alle gelb? Die sind hier schon da. Das ist aber nett von euch. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Dann brauche ich gar nicht mehr darauf zu achten, wo ich eigentlich hingehe. So, bis auf, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich jetzt hier rauskomme aus dem Gebiet. Moment, da war doch eigentlich... Ne, links von mir ist das. Da war doch eigentlich eine Höhle. So, hier. Sehr schön. Übrigens nicht vergessen, wenn ihr andere Sachen anhattet, also in dem Fall das Banner von der Gilde, das müsst ihr natürlich wieder anziehen, wenn ihr das Kostüm anhattet. Das werde ich auch gleich wieder machen, aber erstmal sprechen wir mit der Baumatame. Meine Späher sind zurückgekommen und haben Loblieder auf euch gesungen. Die Waldorks sollen schnell auseinandergebrochen sein, nachdem ihr Häuptling Trakdosh getötet und die Wächter freigelassen habt. Ich dachte eigentlich nicht, dass ihr erfolgreich wärt. Anscheinend steckt doch mehr in euch, als man auf den ersten Blick sieht. Ich glaube, wir hatten eine Vereinbarung. Und ihr macht euch Sorgen, dass ich meinen Teil der Abmachung nicht einhalten könnte? Nein, nein. Ich halte meine Versprechen. Ihr habt uns von diesen Ork-Parasiten befreit. Also habt ihr euch auch das Recht verdient, den Wildkönig um eine Audienz zu ersuchen. Ich hoffe doch, ich habe bei euch keine falschen Hoffnungen erweckt. Die Bosmer hier versuchen häufig, beim Wildkönig eine Audienz zu erhalten. Aber er antwortet selten. Ihr verschwendet wahrscheinlich einfach nur eure Zeit. Ich verstehe. Aber ich möchte trotzdem eine Audienz. Wie ihr wollt. Gleich südlich meines Hauses hier findet ihr den Stein des Ersuchens. Berührt ihn einfach. Wahrscheinlich geschieht gar nichts. Falls er aber doch mit euch sprechen möchte, dann wird er erscheinen, wenn ihr diesen Stein berührt. Also muss ich nur den Stein berühren? Ich habe nie behauptet, dass es sonderlich kompliziert wäre. Außerdem habt ihr eure Chancen durch das Vertreiben dieser Waldorks womöglich gerade deutlich verbessert. Der Wildkönig sieht derlei Dinge, wisst ihr? In Ordnung, dann lauft mal los. Und möge der Wald sich teilen, um euren Pfad zu enthüllen. Dann gehe ich jetzt den Stein des Ersuchens berühren. So, aber bevor wir das machen werden, da wir jetzt schon über eine halbe Stunde mittlerweile hier in Tamriel unterwegs sind, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!